Heute erzähle ich euch die Geschichte von der Schlacht bei Sempach, die entscheidende Schlacht, die der Sempacher Krieg mit den Eidgenossen und dem Arnold Winkel riet. Da oben bei Sempach waren die legendären Sempacher Kriege zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern. Gegen das Ende des Sempacher Krieges hat es den Habsburger gelangt, weil sie die Eidgenossen endgültig unterdrücken wollten. Der Herzog Leopold, der damalige Anführer der Habsburger, hat sich ein Heer zusammengesammelt. Am 9. Juli 1386 hat sich das habsburgische Heer auf den Weg gemacht Richtung Luzern. Das habsburgische Heer war schwer bewaffnet mit schweren Rüstungen und die ersten vier Reihen mit der Lanze waren ein kaum überwindbares Hindernis für die Eidgenossen. Der Unterwaldner Arnold Winkelried hat sich aber heldenhaft in die Wandusspeer hineingeworfen und hat so seinen Mitkämpfern eine Gasse gebildet. Durch die vom Arnold Winkelried geschaffene Schneise haben jetzt die Eidgenossen eindringen und weil sie viel flinker waren, haben sie so das Heer der Habsburger bezwingen und die Schlacht gewinnen. Danke dir vielmals fürs Zuschauen.